mal auf die Fresse. Jetzt gibt's noch mal ein letztes Mal auf die Fresse. Oder auch nicht, Kacke. Mach auf. Oh, das war vielleicht mal ein Jump'n'Run. Richtig schönes Jump'n'Run. So wie man das gewöhnt ist. Oh, 63%, ich steigere mich langsam. Oh, ich bin total müde. Oh, ein bisschen strecken. Oh, weiter geht's. Ich springe also sofort los. Geil. Hallo Globox. Denjenigen, die glauben, dass Raymond höher entwickelt ist als ich, stelle ich die einfache Frage. Haben Sie mal gezählt, wie oft Raymond seit Beginn des Spiels verloren hat? Noch gar kein Mal. Auf jeden Fall häufiger als ich, denn ich weiß nicht einmal, was Niederlage bedeutet. Nein, nicht zurück. Also Ihre Schlussfolgerung. Aber da unten sind Schweinchen. Und du, Globox, kannst zwar schön die Klappe halten. Oh, hat sich doch gelohnt. Nein, verdammt. Da war noch ein Schweinchen. Och nö, Leute. Scheiße. Na gut. Dann versuchen wir es nochmal. Und fehlen sofort. Hopp. Der Typ ist schon mal weg. Das ist gut. Der Typ scheint da auch schon weg zu sein. Und wo gehen wir denn hin? Im Saal der infernalischen Maschine. Oh, ein Endgeg. Oh, scheiße. Hey, Sweeter, gib mir das Mikro! Hol Verstärkung! Benutzt die Rettungsnetze! Raymond darf die infernalische Maschine nicht berühren! Ja, okay, wir müssen. Oh! Okay. Bomben? Bomben heißt was? Nichts Gutes, oder? Verdammte Scheiße, ist das schwer. Oh, wie viel werfen die denn? Na komm. Ach so, ich muss da in diesen roten. Ah, okay. Oi, oi, oi. Wir haben es wieder geschafft. Schön. Oh nee. Geht weg. Na komm. Sorry Leute, dass ich wieder mal ein bisschen zu leise oder fast gar nicht spreche, aber ich muss mich gerade wieder ein kleines bisschen konzentrieren. Oh, das läuft doch ganz gut. Oh, was ist das? Ach, die Viecher sind das. Na komm. Au, 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 au. Oh, die Maschine wird schneller, Kacke.
Oh, das läuft doch wie am Schnitzchen. Ich glaube noch dreimal. Schon wieder die Viecher. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, es bringt nichts, wenn man stehen bleibt, um die Grimasse zu machen und dann den Hut drin zu bekommen, weil man dann getroffen wird. Aber ich möchte, dass die nicht. Ich möchte, dass sie zu gut, zu roten Jugendspieler werden. Einfach schön springen. Pipi! Au, au, au. Oh, nicht schon wieder die Fuzzis, Mann. Die nerven. Boah, jetzt zieht die Maschine völlig aus. Wie hieß diese Maschine? Ich hab grad gar nicht zugehört, wie sie heißt. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft, Freunde. Yes! Yes! Kommst du mir nicht davon? Doch, ich denke schon. Du wirst mit dieser Fabrik untergehen. Ach, das war schon die Maschine Brüder, von der Fabrik? Durchlöchert den Behälter mit Blöblöb. Uiuiui, ui, das kann ja was werden. Ach du Scheiße. Oh. Pass auf, dass du nicht mehr trinkst, als du verträgst. Oh, weia. Ach, je. Oh. Scheiße. Komm on! Raymond, bitte beeil dich. Ei. Mach ruhig eure schicken Schuhe nicht schmutzig. Alter, Mann. Wie schnell das ist. Alter, das gibt's doch nicht. Nein, Hilfe. Alter, wie schnell schenkt das? Chill mal! Ja, man geht's nicht, Mann! Sieht aus, als seist du am Ende der Fahnenstange! Alter, schnell hoch! Boah, das war eben ganz schön knapp. Lass ihn nicht durch! Boah, Alter. Ich bin gerade richtig eingespannt. Oh, fuck. Eieieiei. Man kann's übertreiben. Nein! Haltet ihn auf! Brayden, der Flap ist nicht erreicht! Leptis? Ach ja, stimmt. Oh, wir sind gleich wieder voll, super Freunde. Er ist ganz allein. Stoppt ihn! Alter! Ja! Entschuldigung. Oh. Puh. Das war's dann wohl. Und André ist angepisst. Scheiße. Bei der Macht des Zepters unserer Ahnen, O Leptis, Herr der Nacht und Vater der Knarren. Erscheine und verleihe mir. Scheint, dass wir doch schon beim Endgegner sind, beim allerletzten. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Vor allem erst die Jahre. Die sind ja eigentlich unsterblich. Was passiert da?
Uiuiui. Kein gutes Gefühl, Freunde. Kein gutes Gefühl. Gibt's hier noch was? Nee, das war's. Na gut, es scheint, dass jetzt der allerletzte Endgegner kommt. Wünscht mir Glück. Wir schaffen das schon irgendwie. Oder doch nicht? Nö. Ich hab jetzt gedacht, es kommt endlich, ne? Scheint aber nicht so. Okay. Und noch einer. Drei Stück. Vier Stück sind das jetzt insgesamt gewesen. Aua. Oh, ich glaube, wir sind wieder bei den Knarren angelangt. Wie das aussieht. Ja, sieht so aus. Mann! Wir haben die rote Dose. Das kam jetzt ein bisschen spät. Ach so, da unten ist die Todesstür. Schubidubab. Oh, hey. Also Glub-Glub scheint... Wie hieß das Zeug? Glub-Glub? 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 Keine Ahnung. Scheint es hier auch eine ganze Menge zu geben. Nummer 2! Ich muss los, meinen LKW zu setzen. Wie viele verschiedene Viecher es von denen gibt. Irgendwie putzig. Ach, kein Bock mehr, tut mir leid. Wir gehen sofort weiter, um Reflux den Arsch zu versohlen. Ach Leute, so viele Geschrei und so viele Schüsse. Hab ich lange nicht mehr gesehen. Nein, den will ich nicht. Den kann ich ja noch gar nicht besiegen. So, ich brauche eine rote Dose, sonst wird das hier nichts. Ach, der da hat eine. Haha. So. Mies, Mann. Na, das geht schon nicht mal viel besser. Ich höre hier wieder jemanden schreien. Alter! Ihr wollt es wirklich drauf anlegen, oder? Boah, ich glaub's ja. Und die haben alle eine eigene Lebensanzeige, Mann. Hilfe, Hilfe.
Alter, drei Stück.